Und damit begrüße ich euch wieder hier bei The Witcher 3 Hearts of Stone. Und wir haben in der letzten Folge einem Geist versprochen, mit ihm die Sause seines Lebens zu haben. Und das Tolle ist, wir sind bei der guten Freundin auf der Hochzeit eingeladen. Diese Zeichen, die würde ich gerne mal ausprobieren. Was für Zeichen? Deine Hexerzeichen. Habe ich nie gewirkt. Könnten interessant sein. Lass uns keine Zeit verschwenden. Bis Mitternacht bestimme ich, was wichtig ist. So, und genau, dieser Vladimir ist der Geist, der unseren Körper besitzt und also besetzen kann. Und ja, ich finde, das ist keine tolle Idee. Zumal das mit der Hochzeit. Gut, Shani ist eingeweiht, sie weiß, was passiert. Aber, also Shani ist unsere Freundin, die uns eingeladen hat. Schönes Pferd, wirklich. Gute Haltung, kräftiger Rumpf, stabiler Widerriss. Fein, fein. Du kennst dich mit Pferden aus? Aber sicher, meine größten Leidenschaften zu Lebzeiten. Bären und Mädels. Du machst mein Pferd scheu. Plötze mag keine Geister. Los, lauf! Ich erinnere mich an diese Mühle. Da sind Olgierd und ich oft untergetaucht. Einmal haben wir Zwergenschnaps gemopst. Der alte Schwanzlutscher Jaromir hat uns erwischt. Ach, die alten Zeiten. Interessant, was er so zu erzählen hat, die Anekdoten. Da bin ich mal gespannt, ob wir für ihn die Sause seines Lebens, beziehungsweise eigentlich seines Nachlebens, bereiten können. Und ja, ich hoffe, wir können Shani da einigermaßen raushalten, die Gute. Und ich spüre da einen Hauch einer Romanze gegenüber Shani. Also hier das... Ja, kann's doch werden. Also zwischen Geralt und Shani scheint doch der Funke übergesprungen zu sein. Wir müssen warten. Wirklich romantisch. Leck mich am Arsch. Sieh an. Es hat schon Kriege um hässlichere Frauen gegeben. Na, Überfälle jedenfalls. Ja, sie ist hübsch. Gehen wir. Eda, immer langsam. Du willst so gehen, wie du bist? Wie sonst? Hast du nicht gesehen, was sie trägt? An die Seite eines solchen Juwels passt doch keine Vogelscheuche. Eine Hochzeit erfordert nichts weniger als Abendgarderobe. Ich habe zufällig keine da. Ach nein? Und was ist das da? Oh nein, wir klauen nicht. Komm schon, wir leihen es doch nur. Fängt ja gut an, ne? Oh, das ist genau das Richtige. Umgezogen hätte ich mich ja auch, aber ich hätte es irgendwo gekauft. Naja. Passt perfekt. Wie maßgeschneidert. Nun zu den Schuhen. Man braucht Schuhe auf Hochzeiten. Und noch das hier. Strecken und vierteilen soll man mich, wenn ich je eine schönere Frau sah. Viel zu tun gibt es da ja nicht mehr. Augen wie ein Reh, ein Schwanenhals, eine Taille so schmal, dass man sie umfassen kann. So macht es doch tatsächlich Spaß mit dir. So ist es. Geralt war ein schrecklicher Langweiler. Doch heute ist alles anders. Und wie, das sehe ich. Er ist nicht allzu gesprächig. Er ist ein Idiot. Doch ich werde alles wieder gut machen. Willst du meine Frau werden? Ein großer Schritt, aber ich denke drüber nach. Lass uns zur Hochzeit gehen.
Kann ich bitte kurz mit Geralt sprechen? Wozu denn? Hier geht es um mein Vergnügen, nicht um seins. Nur ganz kurz. Du bist gleich wieder dran. Beeil dich. Ich will schließlich nicht bis Mitternacht warten. Geralt, ich stelle dich jetzt den frisch Vermählten vor. Sorg dafür, dass dein Freund mir keine Schande macht. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Ich hab Stuss geplappert wie ein Volltrottel. Zum Teil hat mir der Stuss gefallen. Was denn zum Beispiel? Du könntest bisweilen etwas entspannter sein. Entspannter? Hältst du mich für verklemmt? Ich meine, es wäre schön, wenn du dich hin und wieder zurücklehnen und das Leben genießen könntest, statt ständig aller Leute Probleme lösen zu wollen. Ich will das gar nicht! Was hat das mit... Ich versteh's nicht. Ich muss! Natürlich nicht! Du bist so klug wie ein alter Schiffszwieback. Sei froh, dass du mich hast! Wir reden später. Gehen wir jetzt zur Hochzeit. Soll der Geist seinen Spaß haben, dann haben wir es hinter uns. Endlich kommt von dir mal was mit Substanz. Wir schwingen das Tanzbein, bis die Sonne aufgeht. Bis Mitternacht und keinen Moment länger. Das reicht nicht. Um Mitternacht bin ich nicht mal anständig blau, geschweige denn... Streng dich an. Ich glaube an dich. Die Abmachung war, dass du dich bis Mitternacht amüsierst. Dann kommt die Haubenzeremonie und du gehst wieder ins Grab. Na gut. Hier entlang, meine Erdbeere. Hallo Welt, da bin ich wieder. Ich will verdammt sein. Eine richtige Hochzeit. Volle Tafeln, Speis, Trank und Geselligkeit. Und schöne Frauen zuhauf. Aber keine so schön wie du, Rhabarbertörtchen. Wow, dass ich hab das so... Vorsicht vor dem Mund, Shani. Was immer im Zwinger ist, es ist so groß wie ein Pferd. Danke für die Besorgnis, aber der Zwinger ist leer. Einen solchen Menschenfresser lassen sie frei laufen? Sind die Hochzeitsgäste gewarnt? Das sieht wahrhaftig nach einer Sause aus. So eine schöne Vogelbeere. Als ich jung war, habe ich Halsketten aus ihren Früchten gemacht. Und als ich jung war, haben Olgiert und ich fantastischen Fusel aus den Beeren gebrannt. Ich stelle dich jetzt dem jungen Paar vor. Bitte benimm dich. Für dich, mein Vogelbärchen, tue ich alles. Oh, ist der schmierig. Lecco mio. Das kann doch keiner Frau gefallen. Machen wir unsere Aufwartung. Wir sollten unsere Aufwartung, die lange Reise auf euch nehmen, um deinem besten Mann zu sein. Noch einmal, alles Gute für dein neues Leben. Vielen Dank. Jetzt sind wir dran. Möge jeder Segen euch zuteil werden. In Gesundheit und Freude sollt ihr leben. Und Harmonie und Liebe sollen euch auf immer verbinden. Vielen Dank, aus ganzem Herzen. Und nun, genießt das Fest. Wir sind dran. Dies sind meine liebe Freundin Aldona und ihr Ehemann Jonas. Es ist mir eine Ehre. Möge die Sonne euren neuen Lebensweg hell erleuchten. Ich bin Flott. Und dies ist ein alter Freund von mir, Geralt von Riva. Genau, das bin ich, Geralt, ein Hexer. Herzlichen Dank für die erweiterte Gastfreundschaft. Ich liebe Hochzeiten, wegen der Bräute. Die duften vielleicht. Ich könnte glatt... Aber ja, wir werden uns sicher alle köstlich amüsieren. ja? Sag mir, Aldona, woher kennst du meine liebe Shani? Vom Medizinstudium. In Ochsenfurt. Das waren schöne Zeiten. Für mich waren sie viel zu schnell vorbei. Meine Familie konnte sich mein Studium nicht leisten. Nach dem ersten Jahr musste ich aufhören. Es ist nie zu spät für Bildung. Dein Mann versorgt dich ja jetzt. Da kannst du dein Studium bestimmt beenden. Ich weiß nicht.
Darüber haben wir nie gesprochen. Aber Jonas, du hast Aldona doch nicht nur als Bettwärmer geheiratet. Hallo? Oder? Nein! Sicher kann sie weiter studieren. Das ist unsere Sache. Du musst dich da nicht einmischen. Ich mische mich nicht ein. Ich frage nur. Schließlich liebe ich deine Frau wie meine Schwester. So frage ich dich als Schwager, hilfst du ihr? Wir werden das ganz gewiss später besprechen. Brav, mein Knabe. Ich wusste gleich, dass du anständig bist. Ich sag lieber nichts mehr. Genug geschnattert. Die Zeit, sie flieht. Hast du noch einen Termin? Ich? Ich kann's nur nicht erwarten, euren Schnaps zu testen, mit den Frauen zu tanzen, ihre herrlichen... Jonas und ich haben ein paar hübsche Mädchen eingeladen. Vielleicht gefällt dir ja eine davon. Aber todsicher. Und vielleicht gefällst du einer von ihnen. Das wäre fein, aber eigentlich ist es mir egal. Kommt, trinken wir. Ich weiß nicht, ob das so schön und glatt gelaufen ist, aber ich konnte ja nicht viel Einfluss drauf nehmen. Okay, nimm bis Mitternacht an den Hochzeitsfestivitäten teil. Okay, dann tun wir das. Was haben wir denn hier vorne? Stolpern übereinander, nur um ein Schwein zu fangen. Ihre Hochzeitsklamotten sind mit Schlamm besudelt. Aha, endlich ein Sport für echte Männer. Nein, ich möchte keine Schweine fangen. Aber ich muss ja eigentlich das machen, was dem Geist Spaß macht, oder? Oh, die ist nicht hübsch. Da gehen wir lieber nicht hin. Die war ein paar Jahre älter als wir. Tollen Kerl hast du da, Jagdner. Krieg nicht mal einen Schuh aus dem Teich. Und hast du gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Vielleicht trägt sein Mädel Töpfe als Schuhe, falls sie mal kein Klo findet. Du solltest meinen Pantoffel da rausholen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffeln. Ich hab gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Er ist bestimmt im Schlamm versunken. Dann wühl danach. Grab dich durch. Oh, Scheißspiel. Wie nett. Was geht denn hier vor? Die spielen Such den Schuh. Nie gehört? Nie. Die Oberschicht hat andere Steckenpferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser, ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Und wenn ich ihn rausfische? Na, dann ist deine Freundin froh, weil du dann ein gut aussehender, praktischer Kavalier bist. Und das war's? Kein Preis? Nicht mal einen Kuss? Hängt von der fraglichen Dame ab. Wenn sie dir einen geben will, gut. Aber müssen muss sie nicht. Oha! Das war noch nicht alles. Shani, dein Schuh. Ich beweise, dass ich für dich in jeden Abgrund tauche. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist. Und ich hoffe, ich finde auch den richtigen Schuh. Sieh her, Shani. Bin voll konzentriert. Dort ist ein Schuh. Ist das denn der richtige? Da war nämlich noch ein anderer vorhin zu sehen, ne? Was ist hier? Noch ein Schuh. Wie viele Schuhe sind denn hier? Es sind bestimmt noch mehr. Oder? Aber auf jeden Fall war es gut, dass ich beide mitgenommen habe, möchte ich behaupten. Ja, ich glaube, ich hätte ihn, würde ich behaupten. Oh, da vorne war noch einer. Oh, da ist noch einer.
Das ist ihrer. Den hätte ich jetzt echt fast übersehen. Ich gucke lieber noch mal ein bisschen gründlich durch. 16.30 Uhr. Ja, okay, ich glaube, die Zeit geht auch jetzt nicht so schnell rum, aber wir gönnen uns hier den einen oder anderen Spaß auf jeden Fall. Na? Waren das alle? Ich glaube, es waren jetzt alle. Ein letzter Blick. Ja, ich glaube, es waren alle. Okay, versuchen wir das. Ich möchte trotzdem zwischenspeichern. Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Interessante Theorie. Und sie gründet auf der Praxis. Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken, um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das merkst du jetzt erst? Ich finde, ich habe einen Kuss verdient. Such die Besitzerin der Schuhe. Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Shani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja, erkennst du ihn, Aschenputtel? Meinen Schuh? Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, ich meine, es hineingleiten. Vielen Dank. Ja, komisch. Nichts geht über ein herrliches Bad. Schau, die Winzlinge spielen Karten. Nee, auf einer Hochzeit spiele ich keine Karten. Das macht Geralt doch nichts. Der liebt Karten. Hier, das ist sicher. Ich habe ihn gesehen. Wenn er eingetroffen ist, wo ist er dann jetzt? Braucht ihr Hilfe? Shani, Liebling, ach, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Unsere einzige Tochter heiratet und es sollte ein rauschendes Fest werden. Wir haben einen echten Feuerschlucker gebucht. Du weißt schon, Luder, Schluck, Brutzel, Brutzel. Oh, solcherlei Schabernack sah ich nie. Furchtbar teuer, Vergnügungen dieser Art. Er ist extra aus Novigrad angereist. Aber bei unserer Tochter geizen wir nicht. Oh nein, die Schwiegereltern halten uns für arme Schlucker. Denen werden wir es zeigen. Oder auch nicht. Jedenfalls ist unser Feuerschlucker selbst wie vom Erdboden verschluckt. Der Hund des Bräutigams hat ihn verjagt. Dieser verdammte Satan, das ist genau der richtige Name. Beruhige dich, Schatz. Wir haben ja jetzt einen Hexer hier. Vielleicht kann er uns helfen. Bevor ich meine Hexer-Investigationen unternehmen kann, bedarf ich aller Informationen. So teilt mir alles mit, was ihr wisst. Also, der Feuerschlucker ist mittags hier eingetroffen, hat sich satt gegessen, an Speisen, nicht an Feuer, und ging dann spazieren, um Gase abzulassen, wie er sagte. Da hat dieses Hundemonster ihn gesehen und ist aus der Haut gefahren. Weswegen? Keine Ahnung. Er mochte den Mann nicht oder misstraute ihm. Vielleicht, weil er Feuer schluckt. Tiere fürchten Feuer. In Furcht wäre er geflohen und hätte nicht angegriffen. Wer weiß das schon bei einem dummen Hund? Er hat die Kette gesprengt und den Feuerschlucker in den Wald gejagt. Dumm oder nicht, er ist der geliebte Hund unseres Schwiegersohns. Wehe, wenn der abhanden kommt. Banget nicht. Der Hexer, das bin ich, wird den Schlucker heißer Dinge finden. Oh, das ist sehr freundlich. Aber wir wissen nicht, wo man suchen muss. Einerlei. Hexe, das sind wir, haben ihre Methode. Wie sah der Funkenfresser aus? Er trug eine Narrenkappe, wie üblich. Daran müsstest du ihn erkennen. Ich werde ihn finden. Wir danken dir und drücken die Daumen. Ah, das kriegen wir hin. Wirklich lieb von dir, ihnen helfen zu wollen. Aber bist du sicher, dass du das kannst? Du bist kein Hexer, Wladimir. Ich will versuchen, diesen Magier zu finden, ja? Aber du darfst mir nicht helfen. Ich muss es alleine tun. Das wird sicher ein großer Spaß. Na schön.
Du musst das nicht tun. Aber an deiner Stelle würde ich der Hundefährte folgen. So als Idee. Fantastischer Rat. Den befolge ich. Shani, Wladimir und ich müssen den Feuerschlucker finden. Wenn wir bis Mitternacht noch nicht zurück sind. Entspann dich. Ihr seid im Handumdrehen wieder da. Ich glaub an euch. Halali, das Abenteuer ruft. Nun gut, dann wollen wir mal den Feuerschlucker suchen. Es hieß zwar eigentlich, wir sollten hier keine Probleme lösen, ursprünglich, aber okay. Du verfolgst jetzt einen Hund? So hatte ich mir die Hochzeit eigentlich nicht vorgestellt. Ich warte hier. Wunderbar, mein saftiges Birnchen. Ich will mich weiter plagen, während du rastest. Auf bald. Okay, dann machen wir das ganz schnell alleine. Oh, da hinten ist schon was markiert. Dort oben bei dem Baum. Keiner in diesem verdammten Loch? Gar keiner? Wladimir, der Hexer, ist da. Wladimir, wie auch immer. Vermisster Mann, vermisster Hund. Sehe ich recht? Wegen dieses Wettens ist der Jämmerling auf den Baum gestiegen? Ach, nett. Sieht so aus. Heda, komm runter. Oh nein, komm nicht in Frage. Ich liebe mein Leben. Und was jetzt? Er wollte nicht, dass ich helfe. Ich tue es trotzdem. Sitz. Was für eine Macht. Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt. Lass ihn Kunststücke machen, über den Boden rollen oder sowas. Nein. Ach, kannst du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst. Dreh dich um. Lass ihn in Ruhe. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, in die Hundehütte. Bevor hier nochmal Schluss passiert. Warum hast du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Den kannst du auf der Hochzeit haben. Komm runter. Die menschenfressende Bestie ist fort, wie du siehst. Kommt sie auch nicht wieder? Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Geralt, dieser Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Retter, Mann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Holla, welch köstlicher Met. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein wolltest. Ja, der Met ist lecker. Aber ich floh vor einer reißenden Bestie, einem haarigen Monster mit Fangzähnen, einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen. Was soll das für ein Zustand sein? Sieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann, geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Das könnte meine einzige Chance sein. Wie funktioniert deine Feuerfresserei? Oh, man würde mich aus der Gilde werfen, wenn ich das verriete. Außer wenn du mein Lehrling wirst. Dann wüsstest du es in einem halben Jahr. So lange habe ich nicht. Komm. Ich sag es auch nicht weiter. Wir haben zusammen getrunken. Wir sind wie Brüder. Du hast alles alleine getrunken. Du bist nicht mein Bruder. So wagst du mit mir zu spielen? Na schön. Wenn du es mir nicht sagst, lasse ich dich als Häppchen für die Wildschweine und Bären und Rehkitze hier. Überleg es dir gut.
Was für ein Affront! Er unterdrückt die Künste. Nun spuck es schon aus. Es gibt da diesen Spezialmix, den ich vor jeder Vorstellung trinke. Danach kann ich Feuer schlucken und spucken und machen, was ich will. Ich verbrenne mich nicht. Das ist alles. Und das soll Kunst sein? Jeder verdammte Trottel kann sich die Kehle mit Schmiere verkleistern. Jetzt reicht es mir aber. Erst lassen Sie Ihre Hunde auf mich los, dann stehlen Sie mir mein Weg. Jetzt werde ich beleidigt. Mir reicht's. Ich gehe. Ich wollte den verdammten Schwindler nicht beleidigen. Tu was! Und dann vergisst du alles, was du im Wald gesehen, gehört und gesagt hast. Würde ein Schlag auf den Kopf vielleicht helfen, damit der verlogene Feigling wieder weiß, wo sein Platz ist? Schon gut. Geh zurück zur Hochzeit und führ deine Tricks vor. Deine Scharlatanerie. Gut, ich tue, was du sagst. Kommst du oder nicht? Ich komme, ich komme! Dann zurück zur Hochzeit. Vielleicht finde ich dort interessantere Vergnügungen. Ja, so der Knüller war das jetzt nicht, das sehe ich ein. Ruhe bewahren und bei mir bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist voller Bestien. Der gibt doch ganz schön Gas. Dafür, dass er nicht von unserer Seite weichen will. Götter, ein Bär. Ein Bär? Das? So wenig wie dein Sag mal, komm her, du Sau. Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Ja. Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit bitte. Wer ist Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist? Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen wie Braten und Schnaps. Tanzen wir die Scheune nieder. Genießen wir die gute Zeit. Woo!
Besonderes für unsere besonderen Gäste. Hexer Geralt und seine entzückende Partnerin Shani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. So, so. Endlich geht's ans Tanzen. Komm schon, ich zeige dir jetzt meine romantische Art. Wie dir könnte sogar ein Stuhl tanzen. Wie bescheiden du bist. Ich tue mein Bestes, aber bei Bedarf kann ich einherschreiten wie eine Frau. Welch eine Kombination. Die Frauen sind sicher verrückt danach. Nun, ohne prahlen zu wollen. Nur aus Neugier. Wie viele hattest du? Ziemlich viele. Und keine davon hässlich, darf ich hinzufügen. Nur Frauen mit echter Klasse, wobei sich natürlich keine mit deinen Reizen messen konnte. Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt? Ich glaube nicht. Zürne mir nicht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich zürne dir nicht. Aber schnapp mich nicht aus. Ich habe lange gefastet, sozusagen. Aber gut, das nächste Mal frag mich. Jan, darf ich dich küssen? Du bist unverbesserlich. Kann ich kurz mit Geralt sprechen? Wozu? Dieser Schnarcher hat dir nichts Interessantes zu sagen. Bitte. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich überlebt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Ich täte gern, was er gerade tat. Warum tust du es denn nicht? Na? Raus damit! Aber normale Menschen benehmen sich nicht wie Flutten von Everreck. Weil sie Jammerlappen sind. Sei nicht grob. Ziemlich amüsant. Ah, hörst du? Ich bin amüsant. Und dir sitzt dein Stock so tief im Arsch, dass du keine Hüte tragen kannst. Hast du den Mann gesehen, der uns euer Lied angesagt hat? Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Gaunter Odin, der Spiegelmeister. Was macht er? Frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig. Und erst recht nicht aus einer Lampe heraus. Bah, ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komm wieder rein. Ah, schon besser. Los, Schatten. Verschwätzen wir nicht die ganze Nacht.